Dann haben wir einen Keks im Maul. Jo. Moment mal. Ja, ich aber. Kannst du nicht schlafen, Rob? Ich verstehe dich nicht, Sir Egil. Ich bin der Grund dafür, warum du dir den Kopf zerbrichst. Du müsstest das Volk von Marillia von ganzem Herzen hassen. Sie haben dein Dorf unterdrückt und letztlich in den Tod getrieben. Vergib mir. Die Kirche ist verantwortlich, das stimmt. Aber macht das jeden einzelnen Bewohner der Schuld schuldig? Sie gehören zur Kirche. Ist das nicht der Grund genug? Es kann viele Gründe geben, weshalb man Teil der Kirche ist. Ah, ein Leerzeichen fehlt. Herr Linda, Sie wissen Bescheid. Du weißt Bescheid, ne? Aber nicht jeder von Ihnen war am Schicksal meines Volkes beteiligt. Man sollte sie einfach, sollte ich sie einfach alle verurteilen? Das wäre am einfachsten, aber wäre es auch richtig? Du siehst ja, du siehst das so logisch. Das gemeine Volk, das mich am Hof von Tormund, also Dortmund-Tormund, schikaniert hat. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Sir Egil, du bist ein edler Ritter. Verletzt es nicht deinen Stolz, wenn du durch Marillia gehst? Es ist der Tod meines Volkes, der mich schmerzlich schmerzt. Aber bloße Rache will sie nicht zurückbringen. Und besonders nicht, wenn ich irgendwelche beliebigen Bürger als leichte Ziele nehme, nur um mein Bedürfnis nach Rache zu stillen. Wenn ich das täte, dann würde ich mich schämen. Das würde meinen Stolz wirklich verletzen. Ja, ich verstehe. Ich wünschte, ich könnte das genauso wie du sehen. Nun, was hält dich davon ab? Ich frage mich. Bist du dir sicher, dass du das tun wirst? Nein, natürlich sind wir uns nicht sicher. Unsere oberste Priorität ist schließlich Lenz Wohlbefinden. Wenn wir nur bei Bewusstsein gewesen wären, hätten wir sie davon abhalten können, hierher zu kommen. Wenn du wirklich vorhast, ihn zu töten, wird es die ganze Welt ins Chaos stürzen. Bist du mit dem Wissen bewusst? Nein. Es wird sogar die ganze Welt retten. Nimm uns beim Wort. Du hast es vermasselt. Was, wenn Kilian den Stein zu König Frederik zurückbringt? Was er bereits getan hat. Selbst wenn ihnen das Grimoire bedingt und unsere Position verrät, werden sie sich nicht so schnell mobilisieren können. Außerdem haben wir das Grab von Rainer gefunden. Es gibt keinen Grund mehr, in Valandis zu bleiben. Genug! Ich möchte nichts mehr hören. Fort mit dir! Du verdienst es nicht, die Heilige Mutter zu treffen. Eure Exzellenz, Prinzessin Celestia Valkyria von Tarin ist hier. Endlich! Es ist meine Ehre, die Heilige Mutter begrüßen zu dürfen. Wer hätte erahnen können, dass ihr ausgerechnet während meiner Amtszeit wiedergeboren würdet? Ich bin hier, weil du mit mir sprechen willst. Was gibt es hier? Was gibt es? Eure Exzellenz, überlasse mir das Reden. Ihr könnt jetzt den Raum verlassen. Aber... Nun gut. Celestia, herzlich willkommen. Mein Name ist Marcos und ich bin der Anführer der Gondibrod-Gesellschaft, die, wie ihr sicherlich wisst, auch die Kirche verwaltet.
Ich kenne gerne die Brat. Aber eigentlich bist du doch vom Orden von Leonard, nicht wahr? Ja, das ist nicht wahr. Ihr wisst Bescheid. Sehr gut. Was tust du? Wie unerwartet. Das Gefäß ist leer. Die drei Wächter in euch sind verschwunden. Drei Wächter? Celestia, ihr seid hier, weil ich euch einige Dinge erklären muss. Die Kirche stammt von Ordine Leonard ab. Eine Gruppe, die nach einer Waffe sucht, welche den Vorboten besiegen kann. Die werden zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Doch zunächst haben wir einen anderen gemeinsamen Feind. Du sprichst von den Wahlen? In der Tat, sie sollten von ihrem Thron aus in einer anderen Dimension warten, bis wir eine Waffe gefunden haben. Aber die dort erlangte Unsterblichkeit stieg ihnen zu Kopf. Sie fühlten sich wie Götter, die dachten, sie könnten über die Menschheit richten. Und deshalb haben sie das Grand Grimoire geschaffen und die Welt der Menschen zerstört, immer und immer wieder. Sie befürchteten, dass die Menschheit zu stark werden könnte. Also stellten sie sicher, dass die Bevölkerung und der Fortschritt für Jahrtausende zurückgeworfen werden würden. Wie kann es sein, dass wir darüber nichts aus den Geschichtsbüchern wissen? Geschichte wird von den Überlebenden geschrieben und diese bestimmen die Wahl. Sie entscheiden, was geschrieben wird. Sogar wir vom Orden wissen nicht, wie oft sich der Kreislauf bereits wiederholt hat. Das ist auch der Grund dafür, dass Irrmaiden existiert. Erzählungen verändern sich, manchmal absichtlich, manchmal zufällig. Über Jahrhunderte hinweg wird eine Geschichte zu ändern. Irrmaiden jedoch trat das unverfälschte Wissen in euren Erinnerungen. Egal wie viele Jahrhunderte vergehen, ihr alle wisst, was tatsächlich geschehen ist. Nicht aufgrund von Geschichten, sondern weil ihr selbst alles erlebt habt. Ihr seid die Wahrheit des Ordens. Du willst wirklich, dass ich dir vertraue? Ich schwöre bei Gott, dass ich auf eurer Seite bin. Aber was ist der Grund für die Monster auf Shambhala? Ihr müsst das Grimoire nutzen, um die Wahlen zu vernichten. Das habt ihr leider nicht mehr. Aber kennst du die wahre Natur des Grimoires? Es muss Leben zerstören und die Äther absorbieren, um Macht zu erlangen. Um die Wahlen zu töten, müssen wir das Grand Grimoire so mächtig wie möglich machen. Deshalb haben wir Monster erschaffen, die wir dem Grimoire opfern können. Im Gegensatz zu Frederik opfern wir keine Menschen. Aber du hast die Monster nach Eldraea geschickt. Wir bringen die Überbleibsel zu unseren sicheren Stationen, da wir etwas viel Besseres auf diese kleinen Biester entwickelt haben, als diese kleinen Biester entwickelt haben. Wir haben Fleischklumpen geschaffen, die so viel Äther beherbergen wie hunderte von Monstern. Alles wie dieses potenzielle fette Vieh von vor ein paar Aufnahmen im letzten Jahr. Ist es das, worum es hier geht? Menschliches Leben zu schützen? Wir werden viel Zeit haben, um uns besser kennenzulernen. Celestia, wir brauchen drei Dinge, um die Wahl zu töten. Das Grimoire als Waffe, den Schlüssel aus dem Grab von Elena und natürlich das die passende Tier, hinter der sich die Wahl verstecken. Hier, ihr könnt den Schlüssel wieder haben. Also öffnet der Schlüssel den Weg zu den Wahlen? Aber es ist nur eine Blume. Und was ist mit dem Grand Grimoire? Bitte gebt es uns. Wir haben hart darum gekämpft. Es gibt ein kleines Problem. Es wurde uns gestohlen. Was sagst du? Ihr solltet euch doch darum kümmern. Was passiert? Lord Markus, wir werden angegriffen. Tarek-Truppen greifen uns aus dem Hinterhalt an.
Unmöglich. Unmöglich. Wie kann das sein? Sie können sich nicht so schnell mobilisiert und uns eingeholt haben. Lord Malkas, unsere Triebwerke wurden getroffen. Tarins Generäle wirken unvorstellbare Magie. Sie haben alle Schutzmauern zerstört. Das ist also die Kraft, die Gerichten zufolge in der Brüderie sie gestört hat. Milord, ich habe alle Vorbereitungen für einen Gegenangriff getroffen, aber aus Sicherheitsgründen rate ich euch, zusammen mit der Heiligen Mutter auf ein Rettungsschiff zu gehen. Unser Gespräch muss ein anderes Mal fortgesetzt werden, Celestia. Was geschieht hier? Hey du da, was passiert hier? Tarin greift uns an, zu den Notunterkünften, schnell! König Frederik greift die Kirche an. Ist er wahnsinnig geworden? Wir müssen Land finden und von hier verschwinden. Definitiv. Es ist niemand da, nicht ein einziger Soldat. Sie müssen in einer Notunterkunft oder auf ein Rettungsschiff geflohen sein. Wenn ich mir die bisherigen Schäden so ansehe, würde ich das Schiff wählen. Denkst du, sie haben Len mitgenommen? Natürlich, immerhin ist sie die Heilige Mutter. Kommt, ich werde euch den Weg zum Hangar zeigen. Vielleicht können wir sie einholen. Wir müssen an diesen Sicherheitstüren vorbei. Speichern wir mal kurz. Warte mal, na? Erlösungsbrecher. Ah, Priester. Okay. Warte mal. Tafakas Amulett. So? So, meine Dunkelspeer. Jo. Und ich fresse währenddessen einen Keks. Einfach mal bald naschen und so. Warum auch nicht, ne? So, also geht's. Kekse, Glück des Pazifisten. Ach, wo früh ist. Schlüsselkarte A. Aha. Ein Händler, ne? Meine Güte, warum bin ich euch gefeuert? Einmal mal. Okay, bringt nichts. Ich denke, wir haben erst genug von dem ganzen Gedingese. Machen wir mal weiter. So, wollen wir mal. Und kämpfen unter Krämpfen. Ich gehe einfach mal alles ab. Ah. Ah. Okay, geht nicht. Dunkelschuss, ja. Deswegen, ich wollte gerade...
mal die Gänge hier. Ja, dann gehen wir mal den oberen Stockwerk. Das obere Stockwerk hier. So. Ja. Ein paar Pflichtkämpfe fürs Kekse fressen. Geht's ja mit dem Bestie. Ach, wie ironisch. Bist auch so eine fette Bestie. Einfach ein Mehrfachschuss. Tot ist er. Na, das haben wir gleich. Machen wir mal. 1200. Geil. Linienmantel. Na, okay. Okay, hier sind wir. Ah, sind wir da. Ah, können wir nicht. Na egal, da können wir nicht durch. Da müssen wir hier, ne? Ah, ja. Schlüsselkarte B. Monsterleistüne. So. Dann gehen wir mal hier. So. Und hier geht es. Na, da geht es da lang. Oh, okay. Da geht es runter. Hier, wo sind wir da? Okay. Len! Wartet, es sind meine Begleiter. Wir müssen sie mit uns nehmen. Na gut, aber beeilt euch. Was machst du denn da? Ja, das frage ich gerade auch. Was macht ihr da? Was soll das so bedeuten? Verdammt, von allen ist ausgerechnet er uns entkommen. Hast du den Verstand verloren? Glaub nicht, was Mörka sagt. Er füttert dich nur mit Lügen. Was meinst du damit? Vielleicht sind die Wahlen unser gemeinsamer Feind. Doch das macht die Kirche nicht zu unserem Verbündeten. Markas hat die Kirche schon vor langer Zeit übernommen und den Orden von Leona abgespalten. Er ist keiner von uns. Im Gegenteil, er gehört zu der Gruppe, die den Vorboten erwecken will. Ist das wahr? Könnte sein. Beatslap. Geil. Nee, ja. Warum verheimlichst du mir etwas? Mein Echo ist erwacht. Ich will keine Lügen mehr hören. Und du solltest nicht mehr von mir du solltest nichts mehr vor mir verstecken. Nicht. Matthias Linder, du weißt Bescheid, ne? Buchstabendreher. Nicht. Es heißt nichts, sondern nichts. Ich dokumentiere ja alles im Rahmen eines Let's Plays. Wisse Bescheid. Wir verstehen. Vergib uns.
Wir waren zu lange still und mussten erst wieder Vertrauen erlernen. Ich werde dir dabei helfen. Tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Gewalt ist keine Lösung, das weißt du selbst, ne? Gott hilf! Sie haben den Papst ermordet! Mach die Sache jetzt nicht besser. Genug Unruhe, wir müssen hier verschwinden. Ja. Hier. Und hier. Ja, okay. Hier, also, ja, gar nicht. Hier, mal hier. Ah ja, okay. Energiebündelung, machen wir mal. Hier ist schon ein Brecher. Na. Warte mal. Waffenbrecher, so. Mehrfachschuss. So, haben wir hier. Nicht Langschwert. Heilen. Ja, wir heilen uns einfach mal alle. Masurka-Schirm. Können wir immer gebrauchen. Habe ich immer alles auf dem Schirm. Ist ja schon mal tot. Rüstungsbrecher hat man immer hier. Mehrfachschuss. Mal immer. So, haben wir schon mal alle schon stark vorbelastet. Und weiter geht's. So ist es halt nun mal. So, Rüstungsbrecher hier drauf. Mal den Masurka-Schirm, wie immer. Und Führung nach Angriff. So. So kann man halt den Angriff aufladen. Wenn man die Waffen beschwört. Die ganzen Beschwörungen so. Ja. Ich frage dir mal einen Keks, weil so viel zu quatschen zum Vorlesen gibt's hier gerade nicht, deswegen
Geile Bilder. Naja, wie dem auch sei, weiter im Text. Ja, auch nicht. Bla 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 und blub und so. Pflichtkämpfe. Mal wieder. Ihr wisst, wie das hier läuft. Ja, Berserkerschirm. Mehrfachschuss. So, jetzt aber nochmal Dunkelspeer. Mal nochmal. Blattstrom. Na, macht ja nichts. Kann ja mal passieren. So. So, Rüstungsbrecher. Der Priester mal wieder. Geschworener Angriff. Ja, Bestienzähmer. Ich kann mich mal Arsch lecken. So, Störer. Und ich krieg einen Kreuzhieb ab. Kreuzhieb, ach wie lieb. So, und weiter geht's. Schließe die Karte C. Das tut weh. Goldene Brigantine. Also nicht die richtige Schlüsselkarte, oder was? Na egal. Nee, und hier? Tahi. Das wollen wir dann mal gleich. Ja, machen wir mal. So, und hier? Mahlzeit. So. Und weiter geht's. Ah, naja, okay. Ja, okay. So, und hier? Technisch gesehen könnten wir von hier rein wieder sprengen. Soll ich noch ein bisschen bleiben und mal alles erkundigen? Ich erkundige nämlich noch ein bisschen. Habe ich wirklich alle hier, alle Schlüsselkarten, Gedingse? Na, ich wollte jetzt einfach mal gucken, nicht, dass ich was vergessen habe oder was übersehe. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Man kann immer so schnell so viel vergessen. Ja, hier waren wir schon. Naja, okay, dann können wir... Ah, hier, ne? Ich wollte... Ah, genau, irgendwas dachte ich mir schon. Modus Accessoire. So.